Europa befindet sich im Moment in einer schwierigen Phase. Zwar ist der Euro als Währung sehr erfolgreich, aber einige Mitgliedstaaten der Eurozone haben erhebliche Probleme mit Strukturreformen und mit ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Das hat viele Menschen in Europa mit Fragen überhäuft, denn sie fragen sich zu Recht, wie geht es eigentlich weiter mit Europa? Dass wir eine bessere Koordinierung der Wirtschafts- und Finanzpolitik brauchen, ist Allgemeingut. Dass wir auf der anderen Seite den europäischen Binnenmarkt weiterentwickeln müssen, auch. Wo also liegen die Schwerpunkte der künftigen Politik für Europa? Ich glaube, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf Dauer nur dann eine wirkliche Chance haben, den Wohlstand, die soziale Sicherheit und auch den Frieden zu sichern, wenn sie sich zusammentun und gegenüber den anderen Mächten in der Welt eine gemeinsame wirtschaftliche, politische und Wertegemeinschaft bilden. Das ist unsere Chance und bei allen Problemen, die Bürokratie verursacht, bei allen Problemen, die wir im Moment in der Eurozone haben, dieser politische Auftrag für Europa, das ist die Verpflichtung, der sich die Europaabgeordneten stellen müssen. Ich jedenfalls tue es und ich bin sicher, dass die deutschen Bürger das auch mittragen werden. Vor allen Dingen muss Europa in den Köpfen und Herzen der jungen Menschen neu verankert werden, denn sie haben nicht mehr persönlich erlebt die Notwendigkeit des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg, die Grundlage der deutsch-französischen Verständigung und die vielen Erfolge, die auf diesem Wege erreicht wurden. Also, Europa ist kein veraltetes Modell, sondern ein Zukunftsmodell in einer globalisierten Welt.